viel Kalorien verbrennt ein Jumpscare? Weil dann würde ich vielleicht ein Dauer-Jumpscare-Spiel spielen. Dich. Also den Schlüssel zu der Tür, die gelockt war. Piep dich. Ich nehme das zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Door in the Basement. Wir sollten nicht durchs Wasser gehen, sind aber doch durchs Wasser gegangen. Das Geräusche machen mich fertig, immer noch. Wenigstens sind die Spinnen vorbei, aber Spinnen haben mich wenigstens nicht so ekelhaft erschreckt. Natürlich. Natürlich. Was ist hier? Was? Die Tür von hier oben öffnen? Ist das ein Fehler? Komm schon, ich sehe es doch. Ich kann doch eh drücken. Soll mag es hier drin gewesen sein. Ja? Wie muss ich denn hin? Ach so, ich muss einfach nur drüber laufen. Okay. Oh Gott, ja, war ich ja so toll da drin. Jetzt auch noch unter Zeitdruck oder wie? Ist das, das soll ich richtig, oder? Nee, das ist okay. Okay, fangen wir anders mal. Boah, das sieht doch nicht schlecht aus. Das sieht doch nicht schlecht aus. Oh Gott. Okay. Aber es wäre doch abgelaufen. Was hat das für ein Geräusch gemacht? Ich sitze die ganze Zeit schon im Schneidersitz. Also schon seit der letzten Folge. Hallo, Händchen. Du gibst ihm ein... das Auge, was du gefunden hast. The way is open only to those who have witnessed the natural. Der Weg ist nur offen für diejenigen, die das Übernatürliche miterlebt haben. The eyes of one who has seen beyond their world can see the door and only the witness may cross the thresholds. Oh, scheiße, was heißt thresholds? It calls them, also nur die Augen derjenigen, die hinter ihre Welt gesehen haben, können die Tür sehen und nur and only the witness may cross, und nur die Zeugen können dieses, ich weiß es nicht. Sekunde, hier ist ein Telefon. So, fragen wir mal Google. Was heißt Threshold? Threshold ist Englisch und heißt Schwelle. Schwelle, okay. Nur die können halt die Schwelle übertreten. Es ruft nach ihnen. Danke, Hähnchen. Okay. Ach, das ist so ein Löcher. Ich habe ein... ja, ich weiß auch nicht, was ich gedacht habe. Wieso sollte Markus denn eigentlich den gleichen Weg gegangen sein? Also wie wir, wenn wir aber so ein Rohr runterstürzen und so.
speichern. Dann hätte ich ja eben gar nicht mittendrin aufhören müssen. Also nicht mittendrin. Ist jetzt wie dies. Waterworks. Es werden immer mehr und mehr Vermisste. Nee. Hi. Du redest nicht mit mir. Kannst du mich eigentlich angucken, wenn du... It's locked. Wenn du mich nicht siehst. Ich weiß immer noch nicht, was das in der einen Folge da, ich weiß gar nicht, ob das oder zweite war, was hinter diesem Ding verschwunden ist. Das sah mysteriös aus. The Abattoir. Das hätte ich auch mal fragen können. Ich weiß, es klang wichtig. Aber wenn, als ich, oh, Entschuldigung, Text, aber als ich zu den, heißt Inhabitant, saß ich, denke schon, ne? Als ich zu den Insassen zurückgekehrt bin, dass zu dem, der mir ursprünglich gesagt hat, der das ursprünglich erwähnt hat, habe ich ihn tot gefunden. Also anscheinend will irgendjemand oder irgendetwas nicht, dass die Leute bei diesem Ort hier sprechen. Danke an den einen, der seine Klappe nicht halten konnte. Jetzt habe ich eine Spur. Wenn ich meinen Weg zu diesem Abattoir, was auch immer das ist, I might be able to find. Vielleicht finde ich das Zoe. Ah, Entschuldigung. Und kriege ein paar Antworten. Wahrscheinlich sind diese Erschrecker, also nicht wahrscheinlich, ich denke wirklich, das ist so, dass die doch ein bisschen anstrengend sind, wenn man sich erschreckt. Wie viel Kalorien verbrennt ein Jumpscare? Kann das mal einer für mich googeln? Weil dann würde ich vielleicht ein Dauer-Jumpscare-Spiel spielen. Das habt ihr auch nur gewollt mit dem Geräusch. Dich. Nee. Ich nehme das zurück. Ist mir egal, wie viel Kalorien das verbrennt. Ich nehme das zurück. War der eben schon da? Ah. Hi. Ist hier gewesen Party? War eben schon Blut? Ist das jetzt das, was auf dem Zettel stand? Dass der jetzt einfach tot ist? Oh nö, das sieht doch aus wie da, wo ich da um mein Leben gerannt bin. Nee, oder doch? Wo der in der Wand war. Ich weiß nicht mehr, ob ich da weggerannt bin. Das ist eine super Idee, der Blutspur zu folgen. Das soll schon schief gehen. Da habe ich einen Schlüssel zu der Tür, die gelockt war. Bitte. Ah! Piep dich! Piep dich! Ich will das nicht wegpiepsen. Alter, was stimmt mit dir nicht? Wie war das? Ich bin schon eigentlich weggejagt worden. Oh ja, das ist eine super Idee, das zu sagen. Als ob ich jetzt noch den Weg wüsste. Ah. Jetzt sehe, wofür ich den Schlüssel brauche. Habe ich eigentlich irgendwo ein Inventar? Ich speichere nochmal.
Gott. Wo war die schöne Tür? Nee. Du? Ich bin zwar der Meinung, dass die anders aussah, aber gut. Können wir jetzt hier raus? Ich mag nie mehr. Ich mag nie mehr. Was ist das? Oh, ein Auge. Als ob ich jetzt noch wüsste, wo das Ding war. Ich glaube nicht so weit weg, aber... Ich glaube nicht so weit weg. Ich guck nochmal hier gerade kurz. Lass mich in Ruhe in diesem Kampf. Ah, guck mal hier. Ja, nimm mal das Auge. Witness who are brought here. Die Zeugen, die hierhin gebracht wurden. Moment. Witness who are brought here will always carry a piece of this place with them, no matter where they go. Also jeder, der hier aber war, der hingebracht wurde, trägt immer ein Teil von diesem Ort mit sich, egal wohin er geht. Part of them will always... Ein Teil von ihm wird immer hier hingehören. We keep what we claim. Wir behalten, was wir gesammelt haben. Okay. Hier unten war nichts mit, glaube ich, ne, oder? Ich hoffe. Soll ich es nochmal beschwören? Ich bin noch nicht einmal gestorben. Haha. Also hier war sonst nichts. Ist das ein Zettel? Na. Ich habe... Oh, er hat Zoe gefunden. Aber es ist hier irgendwas zugestoßen. She's like, die ist jetzt wie sie. Oh nein. Ein ja, blank, featureless husk. But it has Zoe's. Na, aber dieses Ding, was nicht mehr Zoe ist, hat noch das Messer. The only words out of a mouth don't. Achso, und sie sagt jetzt auch halt, sorge dich nicht. Wie hat er sie denn erkannt, wenn die alle gleich aussehen? That they all used to be. Waren sie alle einmal normal? Ja, ich glaube schon. It's the same thing going to happen. Wird dasselbe auch mit mir passieren? Ich muss hier raus. Schnell. Ja, was? Das versuchen wir ja schon seit vier Folgen. Ich finde das hier sehr schön und behaglich. Ich mich hier drin verstecken. Müsst ihr eigentlich rumlatschen? Wieso geht ihr eigentlich nicht drauf? Nur weil ihr keine Augen mehr habt. Ich dachte gerade, hier wären noch. Die Tür geht natürlich nicht auf. Wieso geht ihr denn nicht einfach drauf? Das wäre doch... Oh, ich dachte gerade schon. Einfach eine Erlösung. So wie alle... Ja, super. Hier geht die Blutspur rein oder kam sie raus und ich weiß auch nicht. So eine Blutvorspeugen ist eigentlich folgendes keine gute Idee. Ja, nö. Wenn es da bei mich hineinstürzt.
Es ist auf einmal so. Ja, Orientierung. Kann ich gut. Ich wurde hier drin nicht erschreckt. Ist ja kaum zu fassen. Uah. Eine Speichertür. Ole, speichern. Und ein Schluck Kaffee. Gegen den komischen Frosch im Hals. Du, oh Gott sei Dank, habe ich eine Taschenlampe. Wenn du jetzt ausgehst, ne? Nur weil ich das gesagt habe. Und ich habe die Orientierung verloren. Na, guck mal, willst du das nicht einfach mal mitnehmen? Okay, Speichertuch. Ja, guck mal, kannst du einfach mal. Wo muss ich denn hin? Kam ich denn noch mal hier? Ich bin runtergefallen, oder? So, ich gehe hier hin. Ich halte mich immer an nichts jetzt. Hier war ich doch. Passiert nichts. Da geht's, glaube ich, wieder zurück. Mich interessieren die Geräusche nicht und das Flackern ist ganz normal. Das passiert halt mit alten Taschenlampenschimmer, aber die funktionieren trotzdem, weil alte Sachen haben noch Qualität. So. Ich glaube, das war richtig. Da gehe ich einfach nicht hin. Ich gehe dazu nicht. Kannst du das nicht mal mitnehmen? Das ist doch schön hell. Richtig. Ich bin doch jetzt auch für diesen Puppenmacharbeiten weg, oder? Also ich wäre jetzt doch für ein bisschen Radio. War ich hier vorhin von. Nein! Oh nein, wenn das von der anderen Seite ist, wo die vorhin standen, wo ich da war, dann ist der Puppenmacher nicht weit weg. Into the metal box, see no more in die Metallbox, nie wieder gesehen. Bist du denn jetzt besorgt oder wie? In die Metallbox, nie wieder gesehen. Heißt das, wir müssen in eine Metallbox und dann kommen wir hier vielleicht raus? Inspect. It won't move, okay. Es bewegt sich nicht, irgendwas fehlt. Okay. Die Leiter ist kaputt. Okay. Natürlich. Ich habe
Leute gesehen, die am Gebäude Schlange gestanden haben. Was für ein Gebäude? More mindless are you watched over by those shambling creatures that attacked Zoe and I. Noch mehr von diesen Zombie-Leuten. Being watched over. Von diesen komischen Kreaturen, die Zoe und mich attackiert hatten. Ich habe eine schreiende Katze vor der Tür. There's no way. Oh, eine Sekunde. Guck mal nach der Katze. Keine Katze mehr da. Rumschreien und weglaufen. Super. So, wo war ich? There's no way I'll be able to sneak, weil es gibt keine Möglichkeit, mich an denen vorbeizuschleichen and get to the front und durch den Haupteingang zu kommen. Hier ist irgendwo ein Gebäude, das habe ich noch nicht geblickt. There are several wooden walkways. Das sind mehrere Holzwege in der Luft. They don't look, die sehen nicht sehr stabil aus, aber vielleicht. One of those could lead me to a banger. Vielleicht kann mich einer von denen zu einem Hintereingang führen. Okay. Was ist das hier? Bin ich hier durch? Nein. Also irgendwo ist wohl ein Gebäude mit Eingang. Okay. Würde ich das tatsächlich irgendwie was sehen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Schlange stehen, ne? Ich würde eher sagen, dass sie da irgendwie gerne weg würden. Okay. Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, was hat mir das jetzt gebracht? Jetzt einfach überall mit der Taschenlampe. Was ist da hinten los? Geil. Eine Leiter. Natürlich hätte ich da was mit einer Leiter rum. Alter, warte, 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 warte. Wo kommst du her? Wieso bist du so fucking schnell? Oh, ist der ekelhaft, ist der ekelhaft. Der kann auch nicht keine Leiter laufen. Ich warte nicht, um das herauszufinden. Keine Leitern laufen. Ekelig. Wie er sich so zappelnd bewegt, das hat er doch, als ich den das erste Mal an der Wand gesehen habe, nicht gemacht, oder? Es ist verspielt. Mein Ziel. Was unable to help those imprisoned near the abattoir. It showed me that there are more people here than I've been to yet.
war nicht in der Lage, den Leuten hier, die hier rumstehen, denen zu helfen. Es ist lustig, oben steht Lorem Ipsum Dolor, da ist so, da steht das gar nicht. Egal, er war nicht in der Lage, den Leuten hier, die hier gefangen sind, zu helfen. Es sieht so aus, als wenn hier noch viel, 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 viel mehr wären, als an denen er vorbeigelaufen ist. But the Phantom might be able. Ach so, nee, Entschuldigung. Es scheint, als wären hier noch mehr Leute, die nicht in diese Viecher verwandelt sind. So, wenn ich sie finden kann, we might be able to have. Könnten wir vielleicht uns gegenseitig helfen? Someone has to know a way out. Jemand muss hier einen Weg auskennen. Da war ich doch schon. Okay. Aber dann kann ich nicht mehr zurück, weil ich hab das Ding ja gedreht. Na gut. Da muss ich hier unten. Ach nee. Oh, guck mal, das wäre ja fast schief gegangen. Wieso ist die denn versperrt? Ich bin halt jetzt von beiden Seiten da gewesen, aber gut. Schon wieder muckelig warm hier, also 23 Grad, wenn mein PC so schön heizt. Okay. Ich schreck mich erstmal mit dieser Leiteranimation. Ein Speicherpunkt und ein Auge. Ich habe echt gedacht, letzte Folge schon, das speichere ich mal da oben, dass es das jetzt war und gleich nur noch ein bisschen ist. Jetzt kann ich wieder speichern. Wie groß ist denn dieses Spiel? So mega langsam bin ich ja jetzt auch nicht diesmal, finde ich. Ich beschwöre es nochmal, ich laufe ja selten in die falsche Richtung. Achso. Wer warst denn du? Das konnte ich nicht so schnell sehen. So, was ich sagen wollte. Ich bin ja jetzt nicht so lahmarschig. Also glaube ich, dass das Spiel echt doch eine Menge zu bieten hat. Ich weiß gerade nicht mehr, was es gekostet hat. Ich glaube auf Steam. Jetzt lockt. Aber es kann ja jetzt nicht die Welt gewesen sein. Ich habe noch mehr von diesen komischen Viechern gesehen, die Zoe attackiert haben. So wirklich. I don't seem to be concerned with the Kaldos heilen. Don't seem to be concerned. Scheinen nicht besorgt sein mit über die, ich weiß nicht, was das Wort heißt, mit den Leuten, die hier sind. To go after anyone attempting to find it. Aber sie scheinen speziell hinter denen her zu sein, die versuchen hier rauszukommen. Von den Insassen, die mehr sagen, als sie sollten. Also, I've tried to fight back again. Ich habe versucht, gegen sie zu kämpfen, aber nichts funktioniert. All I can do is run and hide. Also, was ich tun kann, ist rennen und verstecken und warten. Oh no. Warten, bis sie sich wegbewegen. Ja, ihr Lieben, ich glaube, das wird eine Hetzjagd. Ich gehe nochmal speichern und fühle mich dann doch für heute verabschieden. Wenn ihr wisst, was Abattoir heißt, schreibt es in die Kommentare. Und ich
werde mich weiterhin nicht spoilern, wie lange dieses Spiel noch geht. Ich bin gespannt. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.